Warum sind Arrangers eigentlich Franchise? Das werden wir immer wieder gefragt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Film-Franchise, also zum Beispiel die Minions, und unseren Franchises, die wir aufbauen? Ihr kennt diese unzähligen Merchandise-Artikel, die es gibt für Harry Potter oder die Avengers oder Star Trek, was auch immer. Dafür, dass man Merchandise-Artikel verkaufen darf mit den Bildern der verschiedenen Avengers zum Beispiel, zahlt man eine Lizenz, nämlich für die Nutzung dieser Bilder und der Namen und des Schriftzugs. Deswegen handelt es sich hier um ein klassisches Lizenzsystem. Was wir machen ist, wir bauen Businessmodelle auf. Deswegen heißt das im Amerikanischen auch Franchise Business Model. Abgekürzt sagen wir dazu, ein Franchise-System aufbauen. Das ist aber etwas ganz anderes, weil wir ganze Businessmodelle damit aufbauen. Das heißt, ihr könnt euch oder du kannst dich mit so einem Franchise-Business-Modell selbstständig machen und in die Existenzgründung gehen, während du bei den Avengers eine Lizenz kaufst, eine Gebühr bezahlst und im Zweifelsfall noch deine Tassen oder deine Hoodies mit den Avengers bekleben darfst. Im Grunde handelt es sich hier um so eine Art Übersetzungsfehler. Also die Amerikaner sprechen ganz klar in dem Unterschied, das ist ein Franchise im Sinne von Lizenzsystem und das ist ein Franchise-Business-Model. So werdet ihr das auch immer in den Büchern lesen. Wir hier im europäischen Raum sprechen immer von Franchise. Das macht das Ganze etwas undurchsichtig. Wenn du mehr über Franchise wissen willst, dann schreib hier in die Kommentare oder abonniere unseren Kanal.